Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch zusammen dieses Overnight Oats Birchermüsli à la Britta machen. Das habe ich schon sehr oft gemacht. Es ist wirklich super lecker und ein Vorteil ist, dass man es den Abend vorher vorbereiten kann und dann stellt man es in den Kühlschrank, da zieht es dann durch und dann kann man es morgens mit in die Arbeit nehmen. Für das Overnight Oats Birchermüsli à la Britta braucht ihr 250 Gramm Magerquark, 250 Gramm Joghurt, 2 Esslöffel Leinsamen, so ca. 35 Gramm, 4 Esslöffel Vollkornhaferflocken, ca. 60 Gramm, einen Apfel, eine Birne, wichtig ist, dass sie hart ist, die Birne, 30 Gramm Walnüsse, 2 Esslöffel Kokosflocken, so ca. 15 Gramm, einen gestrichenen Teelöffel Zimt, 0,1 Liter Orangensaft, 80 Gramm Rosinen und alternative Zutaten noch 2 Esslöffel Eiweißpulver Vanillegeschmack oder 1 Esslöffel Honig oder Ahornsirup. Als erstes geben wir jetzt den Magerquark und die Joghurt die Haferflocken und die Leinsamen dazu. Und auch den Apfel und die Birne, die habe ich natürlich entkernt und in Stücke geschnitten. Dann geben wir die Walnüsse und die Kokosflocken dazu, den gestrichenen Teelöffel Zimt, den Orangensaft und die 80 Gramm Rosinen. Dann gebe ich noch das Eiweißpulver dazu und einen Teelöffel Ahornsirup. Und das Ganze wird jetzt 10 Sekunden auf Stufe 4,5 zerkleinert und miteinander vermengt. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass die Rosinen hätten eigentlich später reingemusst, aber jetzt lasse ich sie drin. Jetzt versuche ich es einfach so. Und schau mal, wie es schmeckt. Also das zerkleinere ich jetzt 10 Sekunden auf Stufe 4,5. Habe ich jetzt zerkleinert und eigentlich sollen jetzt erst die Rosinen dazu gegeben werden und dann nochmal soll das Ganze 10 Sekunden auf der Brotstufe vermengt werden. Ich vermenge das jetzt einfach nochmal auf der Brotstufe 10 Sekunden. Ja, ich sag mal, sieht ganz gut aus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es schmeckt, wenn die Rosinen ganz klein sind. Das werde ich dann einfach im Video unten drunter schreiben. Das geht jetzt in den Kühlschrank über Nacht, weil morgen ist es dann erst fertig. Es sind 3 Portionen. Ja, das Overnight Müsli habe ich jetzt umgefüllt. Jetzt wandert das in den Kühlschrank und dann nehmen wir das morgen mit in die Arbeit.